Der Blick zurück, liebe Schwestern und Brüder, der Blick zurück als ein verhängnisvoller Blick. Wir sehen das am Beispiel der Frau Lots. Aber ist es nicht irgendwie verständlich, zurückzuschauen? Aus welchen Motiven auch immer? Ein Stück Nostalgie? Vielleicht auch Freude an der Zerstörung? Aber der Blick zurück ist verhängnisvoll. Es ergeht eindringlich das Wort des Herrn: Blick nicht zurück. Wenn es die Weisung des Herrn ist, muss man ihr folgen. Hier sieht man, wie verhängnisvoll das ist für Lots Frau. Und gerade im Blick auf die Sünde, auf den sündigen Ort hier, und wir können das generell sagen, auf die Sünde, ist der Blick zurück äußerst verhängnisvoll. Man kann das manchmal bei der Feier des Bußsakramentes erleben, dass Menschen, obwohl sie gebeichtet haben, immer noch einmal wieder auf alte Punkte zurückkommen. Nicht, weil die wieder geschehen wären, sondern weil man irgendwie davon nicht loskommt. Es ist eine gewisse Erstarrung, die sich dort einstellt. Es ergeht ausdrücklich das Wort des Herrn: In diesem Fall blick nicht zurück. Der Ort hinter dir ist zerstört, den gibt es nicht mehr. Das bedeutet ja eigentlich auch Vergebung. Man muss darauf nicht und dahin nicht zurückkommen. Man muss das nicht wiederholen. Das ist eine Utopie, ein Nichtort. Das ist das Befreiende. Das ist das, was Gott hier seit dem Ruf an Abraham ja in Gang setzt und in Gang setzen will. Den Ruf in die Freiheit, den Ruf nach vorne, nicht zurückzublicken. Es gibt immer wieder diese Erstarrungen im Blick zurück. Es ist die, sollen wir sagen, die Kreativität des heiligen Augustinus, der sogar der Erstarrung noch etwas abgewinnt. Es ist nicht einfach eine Erstarrung zu Stein, sondern es ist eine Erstarrung zu Salz. Die Leute, sagt Augustinus in einer Auslegung, sollen auf den Geschmack kommen, dass das keine rechte Lebensweise ist nach der Frau des Lot. Sie sollen es schmecken. Es ist einfach versalzen, diese Lebensweise. Sie ist nicht gut. Lassen wir uns davon inspirieren, in diesen Fällen nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne, dem Ruf Gottes nach vorne zu folgen und nicht zu verkommen, zu erstarren im Blick zurück, in der Lähmung, in dem Gefesseltsein an eine Stelle, wie das an der Frau Lots überaus deutlich wird.